Just let me go up in under your spell. I love you so, it's just hard to tell. I lost my way and there's no coming back. And I'm all done, the love's all gone. Schauen wir mal, wie die Feuerwehr arbeitet. Okay, arbeitet gut. Wenn ich jetzt der Feuerwehr, sagen wir mal, noch das Budget noch ein bisschen kürze. Feuerwehr. Na, ja, das sieht nicht mehr so gut aus. Wenn ich, sagen wir mal, hier gehe. Feuerwehr. Immer noch suboptimal. Ich würde auf jeden Fall mit der Feuerwehr gerne ein bisschen sehr runter, ein bisschen weiter runter gehen. Einfach, um ein bisschen zu sparen. Und da brennt es jetzt schon, weil die Feuerwehr da nicht ist. Na super. Gehen wir nochmal auf 100%. Feuerwehr. Schnell. Sieht man das eigentlich? Hey, ich will reinscrollen. Wieso geht das nicht? Hä? Lass mich reinscrollen. Ah, okay. Es brennt! Es brennt! Nein! Was? Achso, es war hier. Ja, do your job, Feuerwehrmann! Do your job! Ach, starte Flammen! Und dann starte Feuerwehrmann! Alles schaut ge... Achso. Bin so blöd. Ah. Das sieht schon besser aus. Und sie repariert ihr Auto daneben. Pff, warum auch nicht? YOLO. Wir leben hier in YOLO City. Okay. Das ist der Name. Das klingt gut. Achso, wir können jetzt... Ah, wir können jetzt Parks erbauen. Parks sind immer gut, um das Ansehen der Leute zu steigern, aber ich hätte gerne einen kleinen Park, der nicht so viel Platz wegnimmt. Bams! Kleinen Park! Und dann können wir noch ein paar Büsche und so einen Spaß pflanzen. Was ich persönlich ziemlich mag. So, noch ein paar kleinere Büsche. Geld für nichts aus dem Fenster werfen. Aber es sieht schön aus. Lalala. So, ein paar größere Büsche noch. So. Sehr schön. Sieht doch schön aus, die eine Gegend. Ich finde das so schön. So mit so einem kleinen Park in der Mitte. Warum nicht? Okay, haben wir denn sonst noch irgendwas? Wir können uns momentan hier noch was leiten. Ah, siehst du mal. Eine Quelle von Leben und Tod. Ein hübscher Springbrunnen erinnert Passanten an die Zerbrechlichkeit des Lebens. Erforderung an dem Bau ist ein Kernfusionskraftwerk. Ah, okay. Dieses Einkaufszentrum ist zwar nicht so schick, dafür gibt es dort viele kleine günstige Geschäfte. Anforderungen für den Bau des medizinischen Zentrums. Ich weiß zwar nicht, warum das der Anbau, die Anforderung für das medizinische Zentrum sein soll, aber das Spiel wird sich dabei schon was gedacht haben. Haben wir denn irgendwelche Unglücksfälle? Da drüben ist irgendwas. Nicht genügend... Oh. Oh. Gar nicht drauf geachtet. Hihihi. 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 Okay. Dann ziehen wir die Straße hier mal durch. Die würde ich gerne möglichst noch gerade halten. Nicht genügend Geld. Ach so. Plop. Kann man denn gleich... So, wir bauen hier gleich mal aus. Das ist, glaube ich, besser. Dann haben wir das Problem später nämlich nicht. So, dann können wir hier nämlich gleich mal das. Und hier das.
Dann baue ich die Ecken gleich mal aus. Der Kreisverkehr hier drinnen kann ruhig ein bisschen kleiner bleiben. Das ist jetzt nicht so schlimm. Aber zumindest, dass sie da gut drauf kommen auf diesen Kreisverkehr. Das würde ich schon gerne gewährleisten. Er hat Gewehr gesagt, der will sie bestimmt alle erschießen. Yes. ...140... So, beim nächsten Abzug können wir es leisten. So. Da können wir hier nochmal ganz kurz ein bisschen... ...Grünzeug machen. So. Und noch einmal 140, das wird ein bisschen dauern hier gerade. Wir haben halt momentan wenig Einnahmen, ein bisschen wenig Einnahmen, weil wir... noch so wenig Leute haben. Ach, je, ach, ich bin so blöd. Hier ging das. Ach, okay. Verstehe. Gut, dann nehme ich das hier. Ich bin so blöd. Ich würde hier gerne ausbessern. Dankeschön. Und dann einmal hier drüber ziehen. So. Sehr geil. So, seht ihr, da haben wir schon eine gut ausgebaute Straße. Kann man das da drüben überhaupt ausbauen? Das will ich mal jetzt nur ausprobieren. Weil ich es kann. Ich weiß, ich bin schlimm, aber wenn ich sie kann, dann muss ich's. Ist doch wichtig und so. So. Damit die Leute eine gute Anbindung haben. Hier drin ist es vielleicht nicht ganz so wichtig. Wir können gleich mal auf den Verkehr schauen. Aber ich habe keinen Bock dann, dass es im Endeffekt irgendwie so stressig wird. Deswegen, ich möchte eine echte gechillte Stadt haben. Und ich muss sagen, dass ich mich bei dem Let's Play auch gerne, ohne Spaß, mal einfach gechillt hinsetzen möchte. Ich mache jetzt gerade die Beine hoch. Aua. Was ist das? So. Und da sitze ich jetzt ein bisschen gechillt. Das Mikro kurz ein bisschen drehen, damit meine Stimme ein bisschen lauter wird für euch. Oh, das ist ja angenehm. So ein richtig schönes, gechilltes Let's Play. Feier ich. Ich muss sagen, dass gerade durch den Vlogging-Kanal, den ich momentan betreibe, ja, der da versucht, so ein bisschen auszubauen, wo ich so nicht direkt... Es ist nicht direkt Vlogging, sag ich mal. Es ist eher so Android Games... in Stream-Format. Es ersetzt momentan, glaube ich, so ein bisschen mein Stream, den ich erst treibe. Auch wenn ich in Deutschland bin wieder, ja! Ich sage euch gleich, wenn ich Deutschland bin, gibt es erstmal wieder Streams en masse. Oh, ich freue mich schon. Was ist das denn? Achso. Hier hat es irgendein Zeichen hier gerade, diese drei Dinger da. Wie sieht's denn aus? Wir brauchen noch ein bisschen Gebäude. Die Geld wachsen gut. Darlehen. Ach, die haben wir beide aufgenommen noch, okay. Kann ich dann auf 11% erhöhen, ohne dass sie mich umbringen? Müsste eigentlich gehen, die Zufriedenheit ist sehr hoch. Und da geht's schon los mit diesem hässlichen Gebäude, die dann irgendwann abreißbar sind. Das... warum? Hast du das? Natürlich mal nicht, ich rufe mal das Falsche ab. Scheint zu klappen, oder dass sie mich hassen. Ich könnte sogar in Industriegebiet ist gerade so glücklich. Die sind bestimmt so glücklich, dass sie Steuern zahlen wollen. Mehr Steuern zahlen wollen. Da bin ich mir fast schon sicher. Man könnte die Steuern mit Parks theoretisch ausgleichen, ne? Aber es so funktioniert bei Stronghold, umso mehr Dinge du baust, die Leute glücklich machen, umso mehr Steuern zahlen sie dann auch. Ich weiß es nicht. Kann man sich vorstellen, dass da 1000 Mann drin wohnen? Ja, doch, oder? Also schon krass, dass für 1000 Mann solche Industriegebäude dann schon, ist schon nicht schlecht, muss ich gestehen. Boah, wie viel Zeug wir zum Bauen haben. Okay.
Mittelstraße, muss ich sagen, würde ich gerne gerade halten. Und ich weiß, die ist noch ein bisschen fetter, die Mittelstraße, aber ist ja egal. So, dann würde ich gerne eine... Geschwindigkeit 40. Gut für geringes Verkehrsaufkommen. Ich würde gerne von hier... Oder mach ich einfach, ich mache einfach noch... So. So, zu kurz, Moment. So hätte ich es gern. Kostet 2700, okay, müssen wir noch ein bisschen warten. Oder wir machen es erstmal so. Und bauen sie dann aus. Wir müssen ja noch nicht dran bauen, wir können es erstmal nur bauen. So. So. Und wir können ja trotzdem schon was dran bauen, das ist ja kein Problem. Und wir könnten zumindest... Achso. So, wir bauen erstmal hier was dran. Das sieht nämlich sehr gut aus. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, was passiert, wenn ich das hier mache. Ah, okay. Ah, damit kann ich auch füllen. Das ist ein geiles Tool. So. Das ist ein schönes Tool. Das nutze ich. Dann müssten sie theoretisch gleich losbauen hier. Oh, ich will mal über den Kreisverkehr gerade fliegen. Das ist, glaube ich, geil. Das ist, glaube ich, geil. Toll. Scheiß rote Wellen! Brumm. Ich will aber hier lang. Brumm, 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 brumm. Brumm, 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 brumm. Oder wollen wir auch da abbiegen? So. Was ist das denn? Achso. Woo! Yeah! Rowdy! Okay. Das war das mal. Ups. Ach, da. Oh, man sieht schon, dass ja die Verschmutzung im Gewerbegebiet schon ganz schön krass ist. Finde ich nicht so doll. Da müssen wir, glaube ich, mit ein paar Bäumen abdecken oder so. Das sieht ja schon scheiße aus. Sieht auch nicht besser aus. Okay. Was fordern sie denn? Sie fordern noch ein bisschen grün, aber wir haben ja noch grün eigentlich. Müssten dann wahrscheinlich bald was anderes fordern wollen. Ich würde dann gerne von hier, weil da wir eher meine Kreuzung haben. Ach, an der Kreuzung ist das Ding. Dann würde ich gerne von hier machen. So, das sind zwar zwei Gebäude ein bisschen kleiner geworden, aber wir haben jetzt hier noch so eine kleine Eingebung, wo Leute rein können. Das ist auch nicht schlecht. Das ist auch nicht schlecht, Alter. Das ist auch nicht schlecht. Wir verdienen recht wenig Geld. Glücklichkeit. Ist etwas gesunken im Wohngebietsbereich. Warum? Weil es leer steht. Ach so. Oh. Aber die haben ihn ja nicht angezeigt, dass es leer steht. Ah, seht mal, da kommen jetzt nämlich die Nachfrage nach Gewerbegebieten wieder.
Dann geben wir der Seite mal Gewerbegebiet Charme. Der Seite Wohngebiet Charme. Ich habe das gerne so, dass die Wohngebiete so ein bisschen hier sind. Und man könnte theoretisch sagen, wir machen hier noch so einen Feldweg rein. So. Und bauen an den Feldweg. Nichts, weil wir kein Geld haben. Aber wir könnten an dem Feldweg dann was bauen. Kiesweg, Pflasterweg. Ja, so muss man das, glaube ich. Und dann... Dass der halbwegs vernünftig aus. Problem ist, kostet 800. Ach, Ordensbalz gelegt, okay. Wir sind bei 1000. Ich hätte gern jetzt schon so ein Ding, weil... Okay, sehr schön. Bam. Weil macht Leute glücklich. Ach, siehst du, man hat gerade gesehen, wie glücklich die Leute sind. Wie ausgelastet mit solchen Gebieten. Oh, oh, Stromprobleme. Stromprobleme, Stromprobleme. Das ist gar nicht gut. Wir brauchen mehr Budget für Strom, solange wir noch kein zweites Kraftwerk bauen können. Strom. Genau, Problem ist, wenn jetzt noch weitere Gebäude gebaut werden, jetzt langsam, dann wird auch das Stromproblem immer weiter ansteigen. Wir müssten also auf ein Kraftwerk sparen, das ist jetzt unerlässlich. Und dazu müssen wir die Straße noch ein bisschen ausbauen. So. Kraftwerk kostet wie viel? Da haben wir's. 13, boah. Warte mal. Unterhalt kostet... Boah, ist das krass. Kostet dreimal mehr. Der Unterhalt ist... Der Unterhalt ist... Siebenmal mehr. Und es bringt 40 und das bringt... 8. Naja. Naja, okay. Wollen wir es mal so statt weiter ausbauen lassen. Momentan geht ja noch alles. Wir bekommen gerade ganz gut Geld, das gefällt mir. Wir haben die beiden Darlehen noch. Die sich auch wirklich sehr, sehr langsam abbrauchen jetzt. Was haben wir denn bei Twitter? Ich liebe die neuen Parks. Danke an den Bürgermeister. Jetzt kann ich mit meiner Familie endlich in den Park gehen und ein schönes Picknick haben. Ja! Macht für das Volk. Wie schwer kann es denn sein, ein funktionierendes Stromnetz aufzubauen? Das ist ja nicht gerade hochmoderne Technologie. Naja, doch, Strom ist schon hochmodern. So kannst du es nicht sagen. Ich würde gerne mal gucken, wie der Verkehr aussieht. Das hier habe ich mir schon gedacht, dass hier auf der Straße Probleme entstehen werden. Verbessern. Wenn ich jetzt zwei Einbahnstraßen mache. Moment. Ist jetzt die eine in die eine Richtung, die andere in die andere Richtung? Fail. Das kann ich nicht so genau sagen. Sechsspurige Einbahnstraße.
Ich weiß nicht, ob jetzt... Ich muss das mal abspulen, glaube ich.